Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir auf Hyperframes. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast und dich für dieses neue Video interessierst. Ja, wie du siehst, ich habe mal wieder was bekommen. Ich halte es mal kurz in die Höhe. Das sind zwei Pakete. Ja, das Ganze hat mir der Online-Shop PyroWeb zugeschickt. Was da drin ist und in welcher Menge, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Ja, Freunde, zurück nach dem Intro. Wollen wir einfach mal beginnen und wollen das erste Paket öffnen. Ihr seht, wir haben hier ein etwas kürzeres und ein etwas längeres. Wir fangen an mit dem kürzeren Paket. Zur Verfügung gestellt wurde mir das Ganze von PyroWeb. Ich werde den Banner, werde ich jetzt mal hier einblenden. Ihr müsstet den jetzt gerade sehen. Folgt da auch gerne mal auf Instagram, da kommen immer mal neue Infos von PyroWeb. Die Versandkosten sind dort wirklich sehr gering. Und es gibt auch Mengenrabatt bei größerer Abnahme von Stückzahlen. Bestellt werden kann das ganze Jahr, natürlich mit Ausnahmegenehmigung unterm Jahr, und ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, ihr schaut mal vorbei und guckt euch einfach mal selber an, was der Shop alles so zu bieten hat. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Paket. Da haben wir hier Luftpolsterfolie und nochmal, Achtung, jetzt gibt es mal einen Knall. Jawohl, genau, schon geknallt. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir Bombenstimmung von Nico Europe. Das sind ja die Bombenrohre von, wie schon gesagt, von Nico. Ja, hatte ich noch nie getestet. Möchte ich gerne mal testen. Silber Chrysanthemum, Red Dahlia und Strobe Willow. Nicht schlecht. Drei Premium-Effekte. Steighöhe 50 cm. Haben wir hier noch eine NEM-Angabe. Die haben wir bestimmt hier. Und das sind 59 Gramm. Also knapp 20 Gramm pro Rohr. Das ist schon ordentlich. So, dann haben wir hier die Leslie Creepers. Leslie Creepers, Creepers müssten jedem bekannt sein. Ja, hatte ich noch nie getestet. Wollte ich gerne mal testen. Dann haben wir hier, und zwar ist das Bengalfeuer Multiflash von Weco. Hatte ich auch noch nie getestet, wird es auch bald einen Test drüber geben. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Was ich auch ganz schön finde, ist vom Effekt her die Chili Spinners von Leslie. Das sind also Bodenkreisel mit Crackling am Ende. Nicht schlecht, möchte ich gerne mal testen, hatte ich persönlich auch noch nie gehabt. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Jetzt haben wir hier Luna Fontänenkegel von Blackbox Nummer 5, Vulkan in Silber, versetzt mit roten Sternen. Blackbox mag ich ja sehr gerne. So, da haben wir die Nummer 4, Vulkan in Gold, versetzt mit roten Sternen von Blackbox. So, dann haben wir noch den Nummer 1 Luna Fontänenkegel, Vulkan in Silber, versetzt mit, oh Gott, filigranen Wunderkerzenfunken. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob mich das verwundert. Ne? Des Weiteren haben wir den Pyrozylinder Nummer 3 Wechselfontäne aus silbernen Blinksternen und Chrysanthemenblüten mit Farbsternen zu Goldpalmenblüten mit Farbsternen. Meine Güte, wer sich das ausgedacht hat. Eieieiei. So, und dann haben wir hier noch das Nova Fontänensortiment mit der 1, 2, 3 und 4. Natürlich von Blackbox. Das Ganze hat eine NEM von 49,5 Gramm und ist in die Klasse 2 eingestuft. Sehr nice. Und damit ist schon das erste Paket leer. Ich würde sagen, ich tue das mal ein bisschen umbauen hier, nehme mir das zweite Paket und dann sehen wir uns gleich nach der Blende wieder. Bis gleich!
So, meine lieben Zuschauer, und dann sind wir zurück mit dem zweiten Paket, wie versprochen. Das etwas größere und längere Paket von PyroWeb. So. Dann schauen wir mal, was hier noch Schönes drin ist. Auch wieder sehr gut verpackt mit dieser Luftpolsterfolie. So. Noch etwas mehr und noch etwas mehr. Und ein bisschen Papier noch dazu. Da fangen wir mal an. Da haben wir hier Bengaltopf XXL in Rot von Blackbox. Das Ganze hat, lasst mich nicht lügen, 80,1 Gramm. Brenndauer 60 Sekunden. So, warum rede ich eigentlich wieder so komisch? Ich habe keine Ahnung. Pyropod Gelb. Das ist eine Labelung von PyroWeb. Haben wir hier, wie viel haben wir hier? 72,1 Gramm. 72,1 Gramm. Und Brenndauer sind hier 60 Sekunden. Und ich rede schon wieder so komisch. So, dann geht's los. Dann haben wir hier Bengal Royal in Blau. Wo steht's denn jetzt? Da haben wir NEM 55 Gramm. Die Brenndauer beträgt 180 Sekunden, also 3 Minuten Bengal Royal Blau. Dann haben wir hier, was haben wir hier Schönes? Royal Fackel in Rot. Das ist wieder die Labelung von PyroWeb. Brenndauer 180 Sekunden und 50 Gramm NEM. So, dann geht's weiter. Bengal Royal in Blau noch ein zweites Mal. Ich liebe Blau. So, Royal Fackel in Silber mit der PyroWeb-Labelung. Haben wir hier, lasst mich kurz schauen. Brenndauer 180 Sekunden und auch 50 Gramm NEM. Bengal Royal Grün. Auch hier haben wir 56 Gramm und 180 Sekunden Brenndauer. Dann haben wir hier Bengal Fackel in Gelb mit der PyroWeb Labelung. Das Ganze wieder 180 Sekunden und 50 Gramm NEM. Dann haben wir hier von Blackbox den Bengaltopf XXL Purpur. Das Ganze hat NEM 66,9 Gramm und eine Brenndauer von 60 Sekunden. Den ganzen Spaß haben wir nochmal von Blackbox in Blau. Auch 60 Sekunden, 102 Gramm NEM. Dann Pyropod in Grün mit der PyroWeb-Belebung oder Umlebung. NEM sind 97 Gramm und das Ganze auch wieder 60 Sekunden. Und dann haben wir hier noch so ein Monster-Ding. Ja, haben wir hier wieder mit der PyroWeb-Labelung Brenndauer 300 Sekunden. Das ist natürlich ordentlich, ne? NEM sind 165 Gramm, also da bin ich echt mal gespannt. Natürlich wird es darüber auch einen Test geben und ein Video. Und dann habe ich mir noch von Blackbox die Ultralux Breslauer Feuer bestellt. Ja, jetzt weiß ich bloß nicht. Es stand da, dass vier verschiedene Farben sind. Entweder bin ich blind oder ich finde es gerade nicht. Also hier steht drauf Rot. In Rot. Dann wird das hier normales Weiß sein. Dann schauen wir mal hier. Tja, hier steht wieder nichts drauf. Das ist ja schade. Nee, ich kann es leider nicht lesen. Aber NEM sind 150 Gramm. Und dann haben wir hier nochmal in Gelb. Hier steht nochmal Gelb drauf. Ich nehme an, zweimal Weiß, einmal Rot, einmal Gelb. Das könnte möglich sein. Ja, und dann ist das zweite Paket auch schon leer. Ihr seht es jetzt alles nochmal hier vor euch. Ich mache jetzt keine Gesamtübersicht, aber ich würde es jetzt nochmal ein bisschen schön anordnen. Und dann blende ich euch nochmal eine Cinematic ein. Wie gesagt, das Ganze wurde mir freundlicherweise von PyroWeb zur Verfügung gestellt.
ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei der Firma, dass sie so nett ist und mir die Sachen gesponsert hat. Leute, es ist halt so, jeder hat die Möglichkeit auf Sponsorpakete. Schreibt die Firma einfach an, stellt euch vor, wer ihr seid, was ihr vorhabt. Jeder ist seines Glückes Schmied. Seid nicht böse, wenn es bei euch mal nicht klappt. Lasst bitte keinen Hate ab, weil jeder ist auf seine Weise gut und hat es verdient. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Hier seht ihr jetzt nochmal den PyroWeb-Banner. Und unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal die Internetseite und die Instagram-Seite und der YouTube-Kanal verlinkt. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht einen netten Kommentar dazu schreibt, wie ihr die Bestellung findet. Ich durfte mir die Sache selber aussuchen. Ansonsten, wenn ihr neu seid, jede Woche gibt es ein neues Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal von Hyperframes abonniert. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, sagt ihr, euer Hyperframes. To the basics without you now.